Herzlich willkommen. Willkommen bei meinem Let's Show von Composer. Composer ist ein Web-Editor. Ich habe ihn mir hier mal auf meinen Computer den Ordner Composer kopiert. So, hier ist der Ordner Composer. Und hier ist Composer, die Excel. Mit Doppelklick öffne ich das. Auf älteren Computern dauert es etwas länger, auch auf meinem. Aber dann öffnet sich hier der HTML-Editor. Hier sind der Tipp des Tages, den kann man hier einfach aushaken, werden sie nicht mehr beim Start angezeigt. So, das hier ist Composer. Datei, die speichere ich immer erst zuerst und dann gibt es hier einen Titel. Show gebe ich einfach mal ein. Okay. Und jetzt, ja genau, jetzt sagt er mir, wo ich es speichern will. Jetzt schreibe ich es hier rein, Show. So, jetzt fangen wir an mit den Extras, Einstellungen. Seht ihr? Jetzt gehe ich hier auf Schrift, auf Seiteneinstellungen. Hier sind die Standardfarben. Ich will aber eigene Farben. So, wir wollen jetzt mal einen Composer-Text erstellen. Jetzt muss ich ihn einmal schließen, weil ich die Einstellungen geändert habe. Und erneut öffnen. So. Mal kurz wieder zu. Na, macht jetzt wieder nicht auf. So. Composer, das Programm reagiert nicht so gut. Da, jetzt haben wir hier das schon. Jetzt fangen wir an. Jo. Jetzt schreiben wir hier mal rein. Hier sind die Schriftart. Das ist die Standardschriftart von Composer, die schreibt man so. So. Dann kann ich jetzt hier davon auch noch die Farbe ändern. Markiere ich dafür. Dann gehe ich auf Format. Dann Textfarbe, öffne hier das Fenster. Jetzt sage ich, der Text soll rot sein. Klicke ich das an. Und auf OK. Jetzt habe ich den rot. Manchmal schreibt er dann noch rot weiter, aber hier jetzt nicht. Das heißt, man muss immer markieren und dann ändern. So, jetzt schreiben wir hier mal weiter, und zwar mit einer anderen Schriftart. Hier ist die Schriftart. Es sind sehr viele unterstützt, eigentlich alle, die es eigentlich auch in Word gibt, schätze ich mal. Ich habe es natürlich nicht alle nachgeprüft. Was denn? Ja, die ist ganz nett hier. Fangen wir mal mit der hier an. Der schaltet, man darf nicht wegklicken, weil dann schaltet er hier wieder auf Variable Breite. Das ist nämlich hier die Standardschriftart. Das ist der einzige Nachteil von Composer. Eine andere Sprache. So, die sieht auch witzig aus. Ach, jetzt hat er wieder auf Variable Breite umgeschaltet. Das ist ein Bett sehr schlecht. Das wollte ich jetzt noch größer haben. Das heißt, es ist riesig. Oh, Sandart. So, jetzt will ich einen Link hinzufügen. Download. Composer. Doppelpunkt. Jetzt klicke ich hier auf Link. So, .net. Oh, das ist unten muss es sein. Aha. Ja, dann Composer sind nett. In Ordnung. Ja. Und nett. So, und jetzt, Link wird geöffnet in einem neuen Fenster oder
im gleichen Fenster ohne Würfel in einen neuen Fenster. Das gibt's hier. Und dann mehr Eigenschaften. Da gibt es verschiedene noch Einstellungen. Das ist aber jetzt nicht so wichtig für den Anfang. Sage ich hier okay. Und jetzt möchte ich das natürlich speichern. Gehe ich auf Speichern. Ja, das ist jetzt älter. Da kann ich jetzt auch mal Test von. Sagt er hier wieder, wo ich speichern will. Da speichere ich jetzt auch. So, jetzt geben wir Vorschau. Jetzt öffnet er hier mir meinen Browser. Standard. Composer.net. Der findet hier die Seite nicht. Da müsste man theoretisch, wenn das eine URL wäre, müsste man das eine neue Seite von Composer und die dann hier unter Composer unter Dokument von Composer.net speichern, dann würde er jetzt ein zweites Dokument von Composer öffnen. Das ist hier ein bisschen kompliziert, aber wenn man sich das mal anschaut, dann passt das alles. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.